Ja, Mensch, wo sind wir denn hier gelandet? Windstiegkügel? Windstiegkügel. Und damit würde ich sagen, beginnen wir mit dem, was wir uns alle hier gewünscht haben, und zwar Palworld. So, was haben wir denn hier so Schönes? Du hast die Aufzeichnung eines anderen Abenteuers gefunden. Sammle herausgefunden Äste und schlage gegen Bäume, um Holz zu bekommen. Öffne mit Escape der Option um Survival Guide an. Ui. Primitive Werkstatt. Okay. Okay, warte mal, ich muss mir erstmal die Steuerung hier angucken. WASD. Okay. Schlagen. Fokussieren. Charakter fängt an, buggy zu werden. Hier. Also für ein Early Access Spiel ist die Grafik echt schon mal sehr interessant. Heilige Scheiße. Gestorben. Level 1 bin ich. Weil ich einen Stein aufgehoben habe, plus 1. Okay. So wie ich das mitbekommen habe, ist das jetzt ein Verschnitt zwischen Zelda, Pokémon, Gothic und was wurde noch gesagt? 3 und noch eins. Fällt gerade nicht ein. Zumindest ist es aus meiner Sicht ein Verschnitt aus den Vieren. Garden? Bilder? Ach, das ist, wenn du Multiplayer bist. Okay. Paldex? Ui! Ah, hier hast du die Viecher, den ganzen Index. Ui. Lambal und Kativa. Die sind ja süß. Erinnert mich sehr an Pokémon tatsächlich. Und wen haben wir noch bis unten? Mamoröst. Ui. Keine Daten, Habitat. Ui. Ah ja, Karte in den verschiedenen Habitaten. Ist interessant. Tag und bei Nacht. Okay. Technologien. Oi. Da steht mal alles zu. Kann ich upgraden? Ach so, mit den Punkten, die ich bekomme. Aktien. Antiken Technologien. Okay. Also so ein bisschen wie. Grail. Ja, Level Up halt erstmal, sag ich mal. Team. Keine Pals im Team. Okay. Inventar, ui. Essen, Herz, Level 1, Kopf, Waffen, Accessoires, Heilscher, 2 Stück, 486 Münzen, Gewicht, okay. 486, achso, ja. Mit B kannst du bauen, primitive Werkstatt, ah ja. Okay. Also, es erinnert mich ein bisschen sehr an. Gab's mal auch das erinnert mich sehr an Zelda wegen Tag, Temperatur, Herzen und so weiter. Und das durch dieses durch das Bauen sehr an das eine Spiel, was mir gerade nicht einfällt. Minecraft war es nicht, irgendein anderes auf jeden Fall. Habe ich auch gehört, es gibt Quests, Dörfer und so weiter, also ein bisschen wie Gothic. Zelda, Pokémon durch die Halls. Das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Lass uns erstmal anfangen. Also, was haben wir denn hier so schön? Das ist die Welt von Halls. In einer Ruine sind wir aufgewacht. Okay. Da ist jemand. Schnee. Ein riesiger Baum, der mich sehr an. Nicht an Rayman, sondern hier an den Gegner von Rayman. Nicht Mario, sondern. Wie hieß denn das Spiel? Das habe ich vor Ewigkeit mal gespielt. Ich weiß es gerade nicht.
Schnellreise freigeschaltet. Schnellreise freigeschaltet. Ein Technologiepunkt. Ui. Ach, da kannst du dann schneller reisen. Also im Prinzip wie in Zelda. Okay. Ein Schiffbrüchiger, jemand, der nicht nach Pals reist, ist mir BR. Ein kleiner Textbug. Diese ist der reinste Hölle. Kannst du mir ein paar Ressourcen geben, aber ansonsten muss ich mich reinhalten. Holz. Ui. Erster Punkt erfüllt. Ui, da ist. Kativa. Katiava. Katiava ist ein Video. Nee, Kativa. Ja, schön. Wir haben ja schon. Mit Q kann ich werfen. Okay. Unten sieht man, ich habe zwei Bälle. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht dadurch, weil der Webcam ist. Super. Level 2. Weil ich einen Stein aufgehoben habe. Okay. Ja. Jetzt auch mal Punkt so respekt. Bären sind im Auto. Lamball. Ui, oh. Der ist so cute. Hey, Kleiner. Na du. Kann ich dich streicheln? Ui, keine Pulse im Team. Oder mit E kann ich die Pulse. Ah ja, da unten. 1 und 3 kann ich immer wechseln und mit E kann ich sie dann rausholen. Okay. Warte mal, ich muss erstmal kurz gucken. Survival Guide. Tastatur. Pal werfen, Pal sperre, Baumenü, springen, zielen, angreifen, Partnerfähigkeit, nachladen. Ducken. Mit C kann ich ducken, okay. Rollen, sprinten, Pal anweisen. Wechseln. Ui, winken. Ah ja, kann ich so streichen, die Pals. Also ich kann keine Wilden, die Pals streichen. Süß. Da würde ich immer sagen, fangen wir bald den ersten. Kristall. Kann ich dagegen schlagen? Hört's auf. Nee, es bringt nichts. Oh, eine Spitzhacke. Sind die süß. Ey, Kleiner. Die sind auch so friedlich alle, also die greifen nicht direkt an. Chickipi. Ach, das ist ein Huhn. Ist ja süß. Paldium werfen. Gar nicht. Stein auch mal mit, aber nicht so viel. Wegen dem Gewicht. 3 gleich davon. Du hast ungenutzte Statuspunkte. Ja. Achso, ja. Also die Statuspunkte, um Inventar und so weiter abzugraden, wie ich das gesehen habe. Ich erkundige mich erstmal. Das ist sehr süß. Erinnert mich an Pokémon. Erinnert mich wirklich sehr an Pokémon. Also die Welt scheint ja gewaltig zu sein. Haben wir irgendwo eine Karte? Anscheinend noch nicht. Eine Karte haben wir anscheinend. Beruhig dich. Karte haben wir anscheinend noch nicht. Nee. Okay. Welt scheint ja gigantisch zu sein. Okay. Also der erste Eindruck ist gar nicht mal schlecht von dem Spiel.
Eine Kiste. Pfeil, kleine Pfeilseele, Goldmünz. Okay. Was jetzt? Kann ich klettern? Oh, ich kann klettern. Cool. Diese Palladiumstücke sind doch sicherlich für etwas da. Öffne B, um eine Primitivwerkstatt öffnen, um Technologiebildschirm und schalte Peilsperre frei. Stelle Peilsperre her. Mach ich doch das mal. In Technologien? Peilsperre, ah ja. Alles klar, Level 2. Kann ich noch nicht. Achso, wenn ich Level 3 erreiche, alles klar. Peilsperre. Hilfe, um Peils fangen zu lassen, okay. Oh, ja. Um dann nach und nach LP wiederhergestellt. Der Bereich ringsum ist dein Lager. Ui. Ah, okay, schalten wir auch mal frei. Das ist gut, also quasi wie die Box in Pokémon. Aber da regenerieren die sich nicht. Leider nicht. Bauwerk. Stelle Lager. Okay. Kannst du sogar sehen, und jetzt sogar Sachen bauen, Häuser anhören. Ja, stimmt, das habe ich doch irgendwo mal in den, nicht in den Trailer, aber habe ich so mal gesehen. Greife einen Pfeil an, um ihn zu schwächen, und wirf dann mit Q ein Pfeilsperr drauf. Wollen wir uns das Hühnchen holen? Ui, was denn da hin? Wer bist du denn? Fox Parks. Reicht es, wenn ich schon angucke, dass ich dann mehr Informationen über ihn habe? Ja, Tatsache. Fox Parks. Hui. Kleiner Fox, so süß. Chickapi. Ein Hühnchen. Pengule. Er läuft nicht sehr. Kumus. Das erinnert. Kumus erinnert mich sehr an. Pokémon. Games? Okay, muss ich. Evoli. Es ist halt einfach ein Evoli. Aber ein süßes Evoli. Fox Parks. Ui, die sind scheu anscheinend. Das heißt, die muss ich jetzt als erstes boxen und danach kann ich sie fangen. Ich muss quasi erst mit denen in den Kampf gehen. Bleib hier. Will ich probieren. Bleib hier. Level 4 ist das ja eins. Ist ja eins auf Level 4. Ich sollte vielleicht nicht so hoch anfangen. Ich sollte das mal bei Level 1 anfangen. Ach, egal. Was ist denn nun mit dir? Ui. Hat ein Ausdruck sein? Ui. Okay, er greift schon an. Was jetzt mehrmals. Oh. Gibt's nicht. Ich habe keine mehr. Oh nein. Okay, gut. Ich habe mich vielleicht doch auf ein gleich bis zu hoch angelegt. Entschuldigung. Nur so wäre es, ob wir uns nicht begegnet hätten. Mal sein. Kleiner. Ja. Wie viele Bälle habe ich jetzt da drauf geworfen? 3, 4 Stück. Das war vielleicht keine gute Idee. Sollte mich vielleicht das mal klein halten. Ich habe den angestachelt. Oh, ich habe 2 Bälle bekommen. Gut. Ah, oh, ich habe den angestachelt. Ich habe den angestachelt. Jetzt wieder. Na komm, komm.
Ah ja, jetzt kann ich auswählen, wo ich spawnen möchte. Wieder ein Wiedereinstiegspunkt. Kann ich jetzt wieder da... Ah ja, jetzt bin ich wieder hier. Aber ich habe alles verloren, was ich ergattert habe. Gut. Ach, mir wird aber angezeigt, wo ich es verloren habe. Okay, machen wir den Ofen. Das ist aber schön. Ist der noch da? Kann beschmutzt sein. Ja, alles. Ja, damit! Der ist einfach weg. Hat sich die Spawn, Alter. Die Kacks auch. Weggesagt. Oh, nee. Wie viele von den Dingern habe ich jetzt verschwendet? Viel zu viele, glaube ich. Ich hätte klein anfangen sollen. Fangen wir mit dir an. Level 5 ist aber auch ganz schön hoch. Das ist nicht so. Komm mal her. Box dich jetzt mal. Das ist eine Katze auf jeden Fall. Yo. Nee. Was ist denn mit dem los? Means, beruhig dich. Boah, alter Schwede. Oh yes, wird dunkel. Ah, schlecht, schlecht, schlecht. Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Ich habe wirklich Pech gehabt. Noch eine Kiste. Ah, Palzbeere. Foxpark haben wir dort. Soll ich wirklich an Foxpark? Komm, wir probieren es aber an Foxpark. Hey, Kleiner. Beweg dich doch mal. Mann.
Ach! Ach, sieh an, an. Okay, gut. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich muss doch nochmal zurück zu ihm. Ja, Kälte ist ganz schlecht. Was ist denn jetzt passiert? Kann ich die Nacht sprengen? Ah ja, okay. Mache ich mal noch nicht. Haltex, okay. Was haben wir nur jetzt noch so Neues von dem? Eine Eule. Ist es süß. Hier muss um. Ui. Und der ist ja cute. Ich finde den Fuchs, ich finde Poxpax übelst cute. Wo haben wir denn hier Poxpax? Oh, ist der cute. Würde ich ja gerne fangen. Und die Katze. Kativa. Den Foxbox würde ich ja gerne fangen. Jetzt nachts kann ich mich nicht bewegen. Da habe ich meine Sachen verloren. Dort ist ein Döps. Da habe ich meine Sachen verloren. Da drüben. Müsste man jetzt als nächstes wieder hin. Kommt schon noch ein bisschen. Dreiviertel der Nacht ist vorbei. Wir könnten ja schon mal ein bisschen loslaufen. Wir laufen jetzt schon mal los. Sind die böse oder machen die mir auch nichts? Hallo! Dead Dream aus dem YouTube. Kletter mal runter. Eine Eule. Ach, das ist die Eule, die wir im Paltex gesehen haben. Das ist gut. Hat mich, glaube ich, im Visier, kann das sein. Alles her damit. Schnellreise freigeschaltet, sehr schön. Eigentlich mehr an dem Fuchs interessiert. Ach, das wird angezeigt. Der Böse ist. Ach du Scheiße. Und Vogel. Wie viel Pech kann man haben? Sehr schön. Ich lege es nochmal an mit so einem Foxpark, aber mit einem niedrigeren Level. Mal gucken, was so diese, was die so alles hier am Sortiment haben.
Oh, her damit. Ja, der Miet. Los, komm, zack. Und jetzt ab dafür. Da unten noch mal ein paar. Und gucken. Level 3 dürften wir hinbekommen. Oh, oh, oh. Komm, bleib drin. Jawohl! Unser erstes Pokémon. Pokémon sage ich jetzt schon. Unser erstes Paar. Fox Park. Sehr schön. Okay. Falls die stärker sind als du selbst, lassen sich nicht kontrollieren. Ich sink deshalb auf dein Level. Ah ja. Sie sind dann quasi, wenn sie höhere Level sind, genauso auf dem gleichen Level wie man selber, bis man dann halt immer höher geht. Okay. So. Erstmal müssen wir uns hier erstmal wieder Klartext finden. So, was ist jetzt hier alles passiert? Oh, ich habe jetzt die Daten hier. Sehr schön. Fox Park. Ist kurz nach seiner Geburt noch nicht ganz umgegangen mit dem Feuer und verschluckt sich oft daran. Niesende Foxpacks sind eine Hauptursache für Waldbrände. Kann auf Befehl als Flammenwerfer ausgerüstet werden. Als Flammenwerfer. Feuererzeugung Level 1. Essensmenge 2. Mögliche Beute Leder, Feuerdrüse. Fangbonus 1 von 10. Okay. Ja. Das ist genau da, wo ich gerade bin. Was haben wir jetzt noch so? Die Presse. Das ist okay. Und Dead. Dead. Ja, okay. Dann hat man ja Nightwing. Ui. Ein Flug, Typ Flug. Typ Flug? Tombard. Was war der? Eine Katzenfledermaus und das war's. 12 Technologiepunkte hätten wir. Ich tue aber noch nicht aufrüsten. Da gucke ich erstmal später noch. Ah ja, jetzt ihr Team. Fox Parks Geschirr benötigt. Achso, um noch ein bisschen mehr zu machen. Okay. Ah ja, hier Level 3 Fox Parks. Ich kann Fox Parks einen Namen geben. Fox Parks. Also da. Das Feuer. Feuerschuss. Also ist ja eine Fähigkeit. Und dann noch eine Möglichkeit endlos mangeln. Sattheit sinkt um 50% schneller. Okay. Hier sehe ich Herz. Ah ja, das regeneriert sich, außer es ist auf Null. Dann muss ich den dann in die Station bringen. Gehe hier. Okay, ja. Angriff, Verteidigung, Arbeitstempo, Level 2. Okay. Team, ah ja, da sehe ich dann die ganzen anderen Pulse. Und ich kann auch die Pulse aussetzen, wenn ich sie nicht mehr haben will. Inventar 691 Kilo sind wir schon. Also ich gehe mal davon aus, dass es geht. Adler 7. Level 3, Essen, LP, kann ich später gewinnen. Alter. Alles klar. So,
Ich will nicht wissen, wie viel ich von diesen Palsperren jetzt verschwendet habe. Ich habe von den Palsperren sicherlich eine ganze Menge jetzt verschwendet durch meine Idiotie. So, also zwischen 1 und 3 kannst du die Pals wählen und mit E kannst du sie dann rausbringen. Ah ja. Partnerfähigkeit. Fuchsflammenwerfer. Ach so, der heißt Fox Parks und das heißt auf Deutsch Fuchsflammenwerfer. Ach, der folgt mir. Der folgt mir und wenn ich zu ihm gehe, dann haut er auf. Und dann kann ich ihn zurückholen. Alles klar, und dann, wenn ich jetzt durchschalten könnte, wenn ich mehrere hätte, könnte ich dann die nächsten rausfinden. Alles klar. Der hilft mir doch sicherlich auch durch seine Flammen sicherlich auch, dass ich nachts dann durchlaufen kann. Kann ich mir ganz gut vorstellen eigentlich. Der sieht aber auch cute aus. Auch, aber ich muss langsam wirklich eine Primitivwerkstatt bauen, weil ich brauche langsam mal die. Ach, das upgradet er dann auch. Also nicht nur mein Level, sondern von dem Pal das Level auch. Oh Gott. Okay. Höchst interessant. Aber ich glaube, das waren auch nur eine Person. Endlich will ich jetzt mal die Person. Na, ich habe damit kein Problem. Also wenn du schon hier gelandet bist, solltest du ein paar Pals fangen. Habe ich schon gemacht. Foxpark. Foxpark ist so süß. So, was haben wir denn hier? Okay. Lipmunk Statuette. Um Opfer sich Statue der Kraft und ein Geschick bei Fang von Pals zu verbessern. Okay. Notizen eines Schiffs durch den Tag XX aufgesammelt. Okay. Der höchste Holz. Ah ja, das Sache. Also ich level mein Level auf und den vom Foxpark auf. Alter Schwede. Okay. Gott, tötet. Aber hier eigentlich. Ah, ein weiblicher Song. Anscheinend eine Mutter mit ihren Kindern, so wie das aussieht. Da war alle Angst vor mir. Anziehen. Ah ja, von da oben kommen wir her. Alter und Mama, ja klar. Den ganzen Berg von dort oben aus. Dort oben machen wir an. Ui, ich hab Hunger. Ja. Da oben haben wir angefangen. Das war ja diese Ruine. Wir haben von dort oben aus den ganzen Berg runtergeklettert. Auf jeden Fall für ein Early Access Spiel ist das wirklich eine super, super gute Grafik. Also wirklich. Das kann sich das Spiel echt, muss sich das Spiel echt nicht schämen.
schwer. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier einen Berg hoch. Oh, hab den Schiss, sagt hier ist Ende. Tiere holen. Das sieht sehr nach Bug aus. Ich glaube nicht, dass der da oben entlang fliegen soll. Auf Nimmerwiedersehen, sage ich dazu nur. Ui. Tierverhorn. Sind aus wie Lycanrocks. Das sieht wirklich sehr nach Lycanrocks-Style aus. Beziehungsweise im Deutschen heißt es ja Vulvarock. Gucken wir uns. Die haben schon einen sehr, sehr krassen Vergleich. Also der Vergleich ist auf jeden Fall nicht unbegründet. Sie sehen schon hart da doch aus. Aber gut, okay. Sehe ich jetzt nicht so dramatisch. Ist ja nicht so, als ob andere Spielefirmen sich auch gegenseitig immer mal was abgucken. Da ist das jetzt, sag ich mal, nicht weiter extrem. Aus meiner Sicht. Wie haben wir jetzt von denen? 4 Stück. Die Anzeige ist außerdem unten, wo meine Webcam ist. Also leider könnt ihr das nicht sehen. Aber da, wo meine Webcam ist, da ist die Anzeige dafür. Ist das geruckelt? Auf jeden Fall unten, wo meine Webcam ist, ist die Anzeige dafür, wie viele Bälle ich habe. Und mehr ist da eigentlich auch gar nicht. Achso, da werden noch die Commands angezeigt und das war's. Mehr ist da gar nicht. Also, dass ihr das jetzt nicht seht, ist jetzt nicht weiter schlimm. Eine Hängebrücke. Da hinten ist das große Berg. War doch irgendwo so ein Schnellreisezyklus. Das mal aktivieren hier unten. Lampe. Schnellreise freigeschaltet. Alles Ruin. Erinnert mich sehr an Zelda Breath of the Wild, an solche verlassenen Ruinen, bevor es Ganondorf eingesackt hat. Das gefällt mir aber wirklich, muss ich wirklich sagen. Tag 3 aufgesammelt. Wollen wir mal alles nachher durchlesen. Beziehungsweise bleibt im nächsten Part mal gucken. Oh, 3. Mega Sperren. Kann ich die jetzt aufnehmen? Ah ja, mit 2. Mit 2 kann ich dann wählen die Mega Sperre und die Palsperre. Mega Sperre, Palsperre. Okay. Ich sehe. Was bist du denn für eine? Eiktür, die. Aber auch schon. Es gibt Scheu und es gibt nicht Scheu und es gibt Angreiferlustige. Kilari. Typ Wasser. Kapitin. Typ Pflanze. Schon. Das sind alle schön. Wir schön mit der Faust drauf prügeln. Irgendwann muss es ja auch.
Die Höhle. Dungeon betreten. Oh, hier ist ein Dungeon. Verschwindet in 250 Minuten. Okay. Ja, höchst interessant. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier an den See. Fangen mal an, erstmal unsere Sachen zu bauen. Oder erstmal die Primitivwerkstatt überhaupt zu bauen. Ach, ich habe ja Hunger. Habe ich schon ganz vergessen. Ei. Haben wir Brot? Haben wir Brot? Hier waren wir ja vorhin. Und ich würde mal sagen, hier ist ein schönes kleines Örtchen mit ein bisschen Erz, einer Brücke. Hier ist eine Brücke. Hier sind so ein paar Steine. Ein See, raus ans große See. Hier hast du ja so ein See. So schön. Hier sind die ganzen alten Ruinen und hier hast du so ein kleines stilles Örtchen mit Steinen und hier so ein kleines Örtchen, da würde ich mal sagen, bauen wir hier unsere ersten Sachen hin. So, jetzt bin ich gespannt. Also Palbox Primitivwerkstatt. Box und Primitivwerkstatt. Eier um. Das schalte ich dann immer rum. Aufbewahrung, Nahrung, Infrastruktur, Beleuchtung, Bau, Verteidigung, andere Möbel. Das ist alles nicht gibt. Ah, es wird schon wieder dunkel. Da können wir ja hier im Prinzip unser kleines Hütchen bauen. Und da drüben können wir ja dann Lebensmittel oder so anbauen, Nahrung und so weiter. Kommen wir erstmal zurück. Primitivwerkstatt. Bauen, bauen in Folge. Drehen. F gedrückt. Ah ja, sehr schön. Ah ja. Kann ich hier fallen? So, dann kann ich es reparieren. Alles klar. Also es geht gleich zu kaputt oder was? Hat mit. Ich komme erstmal zurück. Ging's mir ja eigentlich jetzt gerade gar nicht. B. Also zwei Holz brauchen nur dafür. Ja gut, okay, wenn jetzt das Ding kaputt geht, dann geht's halt kaputt. Das ist jetzt Arbeitsmenge von. Also wenn es jetzt kaputt geht dadurch, sollte nicht weiter schlimm sein. Ich bin hungrig. Ich sollte vielleicht noch was essen. Wir haben ja hier Beeren. Rote Beeren. Teilen wir uns auf. Foxpax hat noch keinen Hunger. Und seine Hände sind noch gut. Will ich ein bisschen essen. Ah, jetzt gehen die Herzen auch schon mal. Gut. Also hier können wir jetzt die Palsperre bauen, Holzkeule, Holzkeule, Fackeln, Fackel, Steinspitzhacke und Steinaxt. Oh, jetzt ist es kalt. Jetzt mein Pal. Oh ja, Tatsache.
Der bleibt aber immer mal in der Nähe, dass es mir warm bleibt. Geil. Funktioniert alles. So. Sehr schön. Den geht wirklich jetzt mit der Zeit kaputt. 973. Hätte ich sagen, stell. Mach mal nächste Technologie. Mieses Bett. Palstruppe. Mach mal. Heißt er jetzt? E. Palbox, aber später. Ah ja. Damit Holzwand, Holz mit. Oh. Ui, sieht so gut aus. Nein! Jetzt habe ich so ein Ding losgeschmissen, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt habe ich noch sechs Stück. Ich habe gesehen, was ich alles bauen kann. Ja, deswegen, ich wollte schalten und dann... Ich muss genau gucken, was ich drücke. Den geht. Ne, Stein oder Spitzhacke. Das geht mir derzeit gut. Ah, ja. Also, so nehme ich es raus und so nehme ich es wieder. Und es geht auch, wie man sieht, mit der Zeit kaputt. Okay. Easy. Ein Stein. Alles klar. Ah, mit M habe ich ihn. Mit M habe ich eine Karte. Ebene des Aufbruchs. Hochlandes. Ebene des Aufbruchs. Im Hochland des Grasriesen. Festungsruine. Kann scheint aber wirklich riesig zu sein. Wird sehr interessant, glaube ich. Schöne ist, wir haben ja hier da oben direkt in einen Porter. Da können wir uns im Notfall immer hier zur Festungsruine porten und da sind wir hier. Was sehr schön ist. Steine ist im Weg.
Ah ja, doch, die Dinger haben wir tatsächlich gut. Platinumbruchstück mal 5. Hacke ist angeschlagen. Nur bis ans Wasser geht's da rein. Weil wir könnten ja auch so einen kleinen Holzpfad reinmachen und dann noch so eine schöne Terrasse dran bauen. Sicherlich, aber das muss man noch reinschalten. Sehr, sehr vernünftig. Genug Material. Ich hab schon wieder Hunger. Nochmal her fixieren. So, da würde ich sagen, stelle Palsperre her. Und greife auf deinen Palbox zu und rufe einen Pal ins Lager. Ja, das machen wir im nächsten Part auf jeden Fall. Sehr, sehr schönes Spiel. Also der erste Eindruck ist wirklich echt gut von dem Spiel. Wirklich, also es macht dieses, es ist ein schönes Survival-Spiel. Also der erste Eindruck ist wirklich gut. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Was eine schöne Flauschball, Alter.